Hallo alle miteinander und willkommen in einem, wie ihr seht, mehr oder weniger sehr neuem Spiel. Das dieses, jenes, welches nennt sich No Man's Sky, ist jetzt seit kurzem erst auf dem Markt. Ich glaube am, lass mich lügen, 12. oder so ist es erst rausgekommen. Also ist auf jeden Fall noch nicht lange draußen, genaues Datum kann ich euch jetzt nicht sagen, werde es euch aber nochmal unten in die Beschreibung dann wahrscheinlich setzen, wenn ich dran denke. Das ganze Spiel sieht sehr interessant aus, weshalb ich hier jetzt auch das Video mache, ist ganz einfach, weil ich des Öfteren gehört habe, dass es wohl so quasi das nächste Minecraft werden soll. Also es wird ziemlich gehypt und werde mir das ganze Ding jetzt mal anschauen mit euch zusammen. Hab selber jetzt erst, sage ich mal, ja, ungefähres Stündchen gespielt, mehr auch nicht. Musste mir am Anfang ein paar Teile zusammenbauen für, weil wegen, wo haben wir es denn stehen, mein Raumschiffchen? Da hinten ist es, genau. Um mein kleines Raumschiff hier zu reparieren, da waren die Impulstriebwerke im Arsch und die Startdüsen waren kaputt und noch so ein paar andere kleine Dinge. Dafür musste man also dementsprechend Materialien abbauen, wie zum Beispiel diese rote Poller da hinten. Kann ich ja mal gerade hinlaufen, dann bauen wir den mal ab. Kann ich wahrscheinlich sowieso gebrauchen. Das Ganze ist oder soll ein Survival-Game sein. Das heißt, also man muss ein bisschen darauf achten, wie man im Endeffekt überlebt. So, das heißt, also wir können hier jetzt zum Beispiel einmal ein paar Materialien abbauen. Ablauen, genau. Blauen wir ein paar Materialien. Und zwar haben wir jetzt Plutonium. Dieses, jenes, welches wir brauchen werden, um zum Beispiel als Treibstoff für unsere Impulstriebwerke von unserem Raumschiff, wenn wir damit mal etwas weiter unterwegs sind und etwas schneller fliegen wollen, dafür brauchen wir die. Werde ich euch aber gleich auch nochmal zeigen. Wir haben also dementsprechend ein kleines Inventar, wie ihr seht. Das hier sind jetzt meine Multiwerkzeuge, seht ihr hier oben rechts in der Ecke. Darunter fällt zum Beispiel der Bergbaustrahl, womit ich jetzt gerade das Plutonium abgebaut habe. In diesem selben ist auch gleichzeitig ein sogenannter Blitzwerfer eingebaut. Den kann ich euch gleich auch noch zeigen. Mache ich gerade erst nochmal, bevor wir jetzt groß drum herum quatschen. Das heißt, also wie ihr seht, einmal der Abbaustrahl, der eine ziemlich hohe Reichweite übrigens hat, sehe ich mal gerade. Ist zu weit weg. Komm her, kleine Spitze da. Komm, komm. Ah, immer noch zu weit weg. Was ist mit dir da oben? Ah ja. Oh, nice. In der Tat eine ziemlich hohe Reichweite. Naja, wie dem auch sei. Wenn ich jetzt zum Beispiel X drücke, dann schaltet er das kleine Ding um, wie ihr gesehen habt. Und dann habe ich da eine kleine Ionenwaffe, nenne ich jetzt einfach mal. Das Ding heißt Blitzwerfer, aber sieht für mich nicht wirklich nach Blitze aus. Das sind also momentan meine Werkzeuge. Diesen Bergbaustrahl hat man von Anfang an. Den Blitzwerfer habe ich mir danach dazu gebaut, weil mir so komische Fliegedinger auf den Nerv gegangen sind, milde ausgedrückt. Habe ich mir also dementsprechend die Waffe gebaut, damit ich mich einfach ein bisschen verteidigen kann. Worauf gilt es noch zu achten? Im Endeffekt ganz einfach um die Lebenserhaltung, wie wir hier sehen. Da unten haben wir einen kleinen Balken, der langsam aber sicher mit der Zeit runtergeht. Seht ihr da jetzt auch, gerade eben war es noch 41%, jetzt haben wir 40%. Das ganze Ding gilt es regelmäßig aufzuladen, und zwar mit Kohlenstoff. So, jetzt haben wir ihn wieder aufgeladen, jetzt ist unser Balken wieder voll, ist wieder bei 100%, wunderbar. Dann gibt es, man kann ja nämlich auch von Planet zu Planet reisen, hat man teilweise Probleme mit Strahlenschutz. Dafür braucht man entsprechend auch Ausrüstung, beziehungsweise hat man von Anfang an, muss man sich dann ein bisschen drum kümmern. Ich kann euch gerade nicht aus dem Kopf sagen, was für Materialien man dafür braucht, um das aufzuladen. Allerdings kann man sich damit auch einfach, ich sag mal in Anführungszeichen, einfach in sein Raumschiffchen setzen. Dann wird er auch wieder aufgeladen. So, ein kleines Stück noch weiter. Okay, Reisemeilenstein erreicht. Was das heißt, weiß ich immer noch nicht. Das kam jetzt schon ein paar Mal, aber okay. G-fähig. 7500 U zurückgelegt. U ist hier übrigens anscheinend die Entfernungseinheit. Ich weiß nicht, ob es einfach für Unit steht oder
für Ähnliches. So genau habe ich mich hier, wie gesagt, auch noch nicht durchgelesen. Das werde ich aber die Tage noch machen müssen. Allein schon, um euch ein bisschen mehr darüber erzählen zu können. Genau, jetzt sehen wir hier, wenn ich das aktivieren will, sagt er mir Überbrückungschip erforderlich. Was das hier genau ist, kann ich euch selber nicht sagen. Ein Rasama S36. Oh, Raumschiff rufen, interagieren. Okay, naja. Auf jeden Fall brauchen wir diesen Überbrückungschip. Den können wir uns mehr oder weniger einfach selber basteln. Was hier jetzt gerade eben war, das war glaube ich Kohlenstoff gewesen, habe ich jetzt in mein Raumschiff gesappt, wie ihr unten seht. X drücken, um Objekte zu übertragen. Dadurch kann ich das, wenn ich jetzt hier auf mein Raumschiff oben rechts gehe, ist quasi das Inventar von meinem Raumschiff, da ist unser Kohlenstoff. Den habe ich quasi jetzt einfach nur mal rübergesappt, damit ich hier ein bisschen Platz habe. So, leerer Platz, E drücken, um Produkt herzustellen, das wollen wir, und wir wollen ein Überbrückungsschiff herstellen. Jetzt sehen wir hier, wir brauchen Plutonium 10 und Eisen 10. Haben wir beides, können wir uns herstellen, also Maustaste geklickt halten und schon haben wir den im Inventar. Man muss hier also nicht, sage ich mal, wie zum Beispiel bei Minecraft, wird wahrscheinlich noch öfter hier als Beispiel kommen, weil es einfach stark damit verglichen wurde. Nicht irgendwas speziell in einer Kiste oder in einem Werkzeugkasten anordnen. Zumindest bisher noch nicht, meines Wissens nach. Sondern reicht, wenn man die Materialien hat, dann kann man es einfach herstellen. So, jetzt haben wir unseren Überbrückungschip. Jetzt können wir hier einfach E gedrückt halten. Und dann schauen wir einfach mal, was passiert. Im Ernst? Ist das jetzt mein Raumschiff? Okay, er ruft mir einfach mein Raumschiff anscheinend her. Wenn man mal zu weit weg ist, eine Menge. Das ist ziemlich geil. Wenn man. Ach, mein Raumschiff heißt Rasama. Ah. Okay, war blöd. Hätte man sich denken können, wenn man den Namen eines Raumschiffs kennt. Aber, wie gesagt, das ist per se ziemlich cool, weil ich bin jetzt vorhin mit dem Raumschiff hier rüber geflogen. Also, da stand hier irgendwo hinter der Hütte gerade. Wenn man aber jetzt zum Beispiel einfach mal zu Fuß unterwegs sein will und man irgendwo far, far away ist, kann man sich das dann einfach herrufen. Ist eine coole Idee, da muss man nicht den ganzen blöden Weg wieder zurücklaufen. So, zum Raumschiff. Unser nächstes Ding heißt also, seht ihr unten rechts, zum Starten W gedrückt halten, wird gemacht. Zap, zap. Und jetzt werdet ihr sehen, normalerweise müsste er es anzeigen, er zeigt es natürlich nicht an. Schieß, 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 schieß. Okay, hier kann ich einen nicht abbauen. Genau, worauf ich jetzt hinaus wollte, war, wenn ich jetzt Tab drücke, seht ihr hier, Startdüsen wurden jetzt verbraucht. Und zwar pro Start braucht es anscheinend 25%. Kann ich auch wieder aufladen mit Plutonium, mache ich jetzt auch gerade direkt mal, bevor ich es irgendwie vergesse. Ist nämlich dann doof, wenn man auf dem Planeten festhängt, man weg will, man kein blödes Plutonium mehr hat. Da muss man sich das erst wieder zusammensuchen. Und ja, auch wenn es sich so anhört, als würde ich aus Erfahrung sprechen, tue ich nicht. Ich habe nur ausnahmsweise mal im Voraus gedacht. So, jetzt geht's einmal Richtung All. Das heißt also, senkrecht nach oben im 90-Grad-Winkel und Stoff geben. So, diese Geschwindigkeit hier erreiche ich jetzt gerade nur dadurch, dass ich Shift gedrückt halte. Das ist quasi so der Sprint des Raumschiffs. Das Ding kann allerdings noch wesentlich schneller, wenn es wollte. So, und jetzt haben wir hier zum Beispiel keine Meteoriten. Wie kann ich kaputt schießen und kriege daraus Tamium, womit ich meinen Impulskrieg dann auch wieder aufladen kann. Das heißt also, im Weltraum selber braucht ihr keine Angst haben, dass ihr irgendwann mal zu weit irgendwo weg seid und dann in Schneckengeschwindigkeit irgendwo hinfliegen müsst. Sondern könnt euch einfach über die Asteroiden... Asteroiden? Denke ich gerade falsch oder spreche ich falsch aus? Naja, abwarten. Ihr werdet mir das schon mitteilen. Ja, hier seht ihr da zum Beispiel die Entfernungsanzeige. Ankommt 55 Minuten und 56 Sekunden. Das Problem ist, das ist realistische Zeit. Ergo, Echtzeit. Das heißt, also wir würden tatsächlich 55 Minuten brauchen. Aber wie ihr jetzt wieder unten lesen könnt, zum Aktivieren des Boosts Space gedrückt halten. Wird gemacht. Zap, zap. Und schon kommt der Boost. Und jetzt brauchen wir nur noch 22 Sekunden, was doch etwas schöner ist als 55 Minuten. Ich war bei dieser Raumstation selber noch nicht. Bin mal gespannt, was uns da jetzt erwartet. Ich habe jetzt einfach nur, war jetzt das Erste, was mir im Blick gekommen ist. Und halte jetzt einfach mal darauf zu.
Sorry, jetzt seht ihr übrigens in dem zweiten Bildschirm von links unten in der Raumschiff-Konsole. Eieiei. Seht ihr diese 143, 144? Das ist mal die Geschwindigkeit. Wenn ich jetzt wieder Gas gebe, steigt das ein bisschen. Mit dem Sprint steigt das nochmal ein bisschen. Und mit dem Hyperraumantrieb, wo wir jetzt gerade eben waren, nennen wir es einfach mal Hyperraumantrieb, geht das Ganze auf über 99.000 hoch. Ja, ja, keine freien Plätze. Upp, wo ist die Raumstation? Halt, da haben wir sie. Wuhu! So. Jetzt seht ihr aber hier, das Impulstriebwerk hat sich ein bisschen verbraucht. Jetzt können wir das mit dem eingesammelten Tamium, was wir gerade gesammelt haben, einfach wieder aufladen. Zap, zap, zap. So. Und jetzt wollen wir mal zu unserer Raumstation. Was auch immer uns da erwartet, ich kann es euch nämlich selber nicht sagen. Wie gesagt, ich war selbst noch nicht da gewesen. So. Ich habe, um ernst zu sein, keinen Plan. Ob ich hier einfach drauf landen kann? Das weiß ich nämlich selber nicht. Uppala. Hey, 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 hey. Okay, da fliegen gerade einfach Leute durch. Kann ich da irgendwo rein? Wotala. Eieiei. Was zum Geier? Ui. Okay, fliegen wir mal um das Ding herum. Au. Irgendwo hängen geblieben anscheinend. Ja, glücklicherweise kann das Ding hier nicht kaputt gehen. Zumindest nicht so einfach anscheinend. Du musst doch... Ah ja, was haben wir denn da? Nichts. Okay. Was kann ich denn hier machen? Wenn irgendwer von euch das Spiel auch schon gespielt hat und einen Tipp hat, könnt ihr mir da auch irgendwann mal Bescheid geben, wenn ich das hier jetzt vielleicht nicht finden sollte. Sieht mir halt nicht so aus, als würde es hier irgendwo einen Eingang geben. Autsch. Also Rückwärtsgang. Jetzt mal wieder ein bisschen weiter weg hier. Ankunft unbestimmt. Kein Wunder, wenn ich rückwärts fliege. Nochmal drehen. So. Was haben wir denn da? Der Deckel, der sieht da etwas anders aus, oder? Nicht so vorwärts. Uiuiuiui. Okay. Dann schauen wir doch mal. Ich glaube, das ist der Planet, wo ich jetzt gerade herkam. Ach genau, wir haben ja eine Map. Eine Weltraum-Map. Okay. ...72 Lichtjahre. Ist das ein ganzes System? Drei Planeten? Keine Erträge gefunden. Dienjahre, Entfernung 72 Lichtjahre. Entfernung zum Zentrum. Ein paar mehr Lichtjahre. Überhaupt nicht möglich. Kein Hyperraumantrieb installiert. Ach, Hyper. Ah, okay. Es gibt nochmal einen Unterschied zwischen Hyperantrieb, Hyperraum und Impulstriebwerk. So wie das aussieht. Wir machen uns ja gerade einfach mal einen Wegpunkt hin. Und derzeitiger Standort. Ja, da will ich doch hin. Also Gas geben. Na? Wow. Wow. Okay, also wenn das alles hier irgendwelche Planeten sind, wo man hinreisen kann, was mir fast danach aussieht gerade. Was haben wir hier für eine Entfernung? 532 Lichtjahre. Läuft bei euch, wa?
Ja, dann schauen wir doch mal. Karte verlassen. Karte verlassen. Bin ich jetzt da hingeflogen? Oder? Okay, die Raumstation scheint... Doch, warte mal. Ja, nein, ich bin immer noch bei der Raumstation. Okay, wenn das aber alles Planeten sind, dann will ich gerade erstmal schauen, was hat denn hier jetzt der, der 3 Stunden oder sowas entfernt ist für eine... Na, wo haben wir denn einen? Da müsste irgendwo ein Planet sein. Wahrscheinlich hier hinter jetzt. Genau. Da steht aber jetzt keine direkte Entfernung. Nur Bakodode. Nee, ist klar. Guck mal, was hat er jetzt gerade für eine Entfernung von uns? Na? Nubi Bakodode. Wo haben wir uns denn? Nach Entdeckungsscan. Okay, also die Map hier ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich zugeben. Zur Auswahl bewegen. Das ist nicht mein Planetchen. Das haben wir hier auch nicht meiner. Was haben wir da für einen blauen? Ist das der, den ich gerade eben als Wegpunkt gesetzt habe? Nein, so ein Blödsinn, den will ich doch nicht. Dich da will ich anvisieren. Mensch. Das ist schwieriger, als es aussieht. So, dich wollen wir. Also, du bist 72,5 Lichtjahre entfernt. Bei dir haben wir irgendeinen Wegpunkt gesetzt. Was auch immer für einen. Heißt aber, dass mir noch irgendwie ein Wegpunkt angezeigt werden müsste. Ach. Nein, doch, nein, doch, nein. Was haben wir da? Schalten wir einfach mal den Impulsantrieb an und fliegen mal eine Weilchen einfach mal in irgendeine Richtung und gucken mal, was so kommt. Ich habe nämlich nur das Gefühl, dass da nicht wirklich viel kommen wird. Anhalten. Wie ihr seht, sind wir nicht wirklich weit weggeflogen. Wo haben wir denn unsere Raumstation? Die Raumstation ist da hinten, genau. Da kamen wir gerade her. Da brauchen wir 4 Stunden hin und hier brauchen wir... Oh, nicht wirklich länger. Aber mit dem Hyperraumantrieb. Ich weiß übrigens jetzt gerade mal gar nicht, ob der von automatisch bremst. Das lässt sich aber vielleicht testen. Na, oder auch nicht. Ja, ich war jetzt etwas zu schissig, ganz recht. Was haben wir hier? Iridium. Sollte kaputt gehen, Digga. Zack, zack, zack. Finde ich eigentlich geil, relativ geil gemacht, dass die Dinge auch, teilweise nur so ein Stück weit kaputt gehen. Das heißt also, dass man, dass das ganze Ding nicht gerade mal von ein paar Schüssen komplett zerspringt, sondern man wirklich einzeln kaputt schießen muss. So. Wollen wir da mal schauen, was es hier so gibt. Ab durch die Atmosphäre. Nee, ist ruckeln. Jetzt weiß ich schon nicht, wo ich hier gleich ende. Na, das Lenken auf dem Planeten ist irgendwie anders als im Weltraum. Das ist geil. Nicht dieser Planet. Okay. Jetzt müssen wir allerdings mal schauen, ob wir irgendwo eine kleine Station finden, wo ich gegebenenfalls speichern könnte. Ich glaube, das wäre in der Tat von Vorteil. Na? Nein, nicht landen! So, Blödsinn.
Au. Ah, okay, beim Landen wird anscheinend automatisch gespeichert. Und da unten haben wir sogar noch irgendwas nicht Erkundetes. Was man übrigens auch hat von Anfang an, was ich richtig cool finde, ist, man hat ein Jetpack. Zum etwas länger fliegen, bzw. hüpfen. Dann kann man rumhüpfen wie eine kleine Hupfdohle. Boing, boing. So. Jetpack verbraucht sich allerdings relativ schnell, also es ist jetzt gerade voll aufgeladen und ab in die Höhe und aufgebraucht. Au, ja, ich weiß, war eine blöde Idee, aber ich wollte es euch mal zeigen. Und jetzt seht ihr unten rechts, das lädt sich also auch von selbst wieder auf, glücklicherweise. Ist also alles halb so schlimm. Inventar voll, ist klar. So. Jetzt wollen wir allerdings erstmal wieder unsere Lebenshaltungsdinger auffüllen. Ist nämlich schon wieder gut verbraucht hier. Ah. Brauchen wir gar nicht unbedingt Kohlenstoff für. Geht anscheinend auch Plutonium. Nur Plutonium, wie gesagt, könnte ich eigentlich gerade direkt immer machen. Mein Raumschiff nämlich, unsere Startdüsen hatte ich schon aufgeladen. Okay. Laden wir unser Impulstriebwerk gerade nochmal wieder auf. Und war es das vorerst mal? Ja, ich glaube, das war es vorerst mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich selber muss ehrlich gestehen, ich weiß noch nicht so ganz, was ich von dem Spiel halten soll. Per se finde ich es richtig cool. Die Welt scheint riesig zu sein, auf der man sich bewegen kann. Sprich also von Planet zu Planet. Die Entfernungen sind teilweise echt der Hammer. Da bin ich mal gespannt, wie sich das so im Laufe der Zeit entwickelt. Und ich hoffe, dass wir das gegebenenfalls gemeinsam entdecken können. Ich gehe, wie gesagt, mal stark davon aus, dass da mit der Zeit gegebenenfalls noch Mods kommen werden. Da werden bestimmt noch der ein oder andere Patch noch dazukommen. Und da bin ich einfach echt mal gespannt, was da noch so auf uns wartet. Alles klar, dann einmal mehr... Vielen Dank. Ein Anzug-Upgrade. Wir haben einen Platz mehr. Gegenstand annehmen. Das machen wir noch glatt. Okay. Coole Sache. Na, dann haben wir ja doch noch eine Kleinigkeit wenigstens geschafft und sind nicht nur blöd durch die Gegend geflogen. Jetzt haben wir auch noch eine kleine Rucksackerweiterung. Das heißt, also, wir haben ein kleines Plätzchen mehr. Wir können also gerade noch hier das aufheben. So. Gut. Das war's dann jetzt. Also, vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bleibt mit mir am Ball bei diesem Spiel, um es einfach gemeinsam zu erkunden. Wenn einer von euch das Spiel sich auch geholt hat und selbst noch nicht so genau weiß, was man hier so machen kann oder was es hier für Möglichkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir. Wir können das gerne zusammen erkunden. Ich finde sowieso immer, dass es zu zweit etwa oder mit mehreren sogar noch etwas mehr Spaß macht, als nur die ganze Zeit allein durch die Gegend zu baldowern. Zwei oder drei oder vier Paar Augen sehen, wie man ja kennt, auch gemeinsam immer mehr als nur einer. Von daher würde ich mich sehr darüber freuen. Also, macht's gut. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!